Am nächsten Tag machen Faust und sein Gehilfe Wagner einen kleinen Osterspaziergang. Auch das Volk ist unterwegs, genießt den Feiertag und den Beginn des Frühlings. Aber zurück zu Faust und Wagner. Ach, der Frühling ist schon was Tolles. Das ist wie so ein Neuanfang. Es ist immer ein Gewinn, mit Ihnen zu spazieren, Herr Doktor. Aber also ich als Gelehrter kann mit diesem ganzen Pöbel hier einfach nichts anfangen. Ach, Herr Dr. Faust, das ist aber eine Ehre, dass Sie sich bei uns normalen Menschen blicken lassen. Darauf erstmal einen saufen, oder? Prost. Ach Mensch, das muss ja echt toll sein, wenn das Volk einen so verehrt. Weißt du, Wagner, manchmal hätte ich gerne Flügel. Dann könnte ich einfach hoch zur Sonne fliegen und so die menschlichen Grenzen überwinden. Ha. Das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Das Ding ist, zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Auf der einen Seite das Menschliche, also Sex und so, haha. Und auf der anderen Seite der Wunsch nach Höherem, über die Grenzen der Menschheit hinaus. Ist dir eigentlich dieser Pudel da im Hintergrund aufgefallen? Ha, schau mal da, er kommt zu uns. Du bist mir ja einer, hahaha. Er ist so niedlich, haha. Ich glaube, den nehme ich mit nach Hause. Hier, Moment. Sollten wir nicht erstmal schauen, ob der Pudel jemandem gehört oder so? Ach, jetzt stellen Sie sich nicht so an, Wagner. Lassen Sie lieber mal ein Like und ein Abo da. Was soll ich machen? Ein Like und ein Abo da lassen. Ach, das macht man so auf YouTube. Für den Algorithmus, weißt du? Bei Ihnen lernt man halt immer noch was dazu.